Und für Eisfans hört sich das hier jetzt nach einem echten Traumjob an. Den ganzen Tag cremige Gelato in Waffeln und Becher füllen und dabei auch noch die Kunden glücklich machen. Deshalb musste unsere Reporterin Sabine Komm sich auch nicht lange bitten lassen, um herauszufinden, was richtig gutes Eis ist. In einer Bremer Eisdiele durfte sie sich in den siebten Himmel schlemmen. Rein dienstlich natürlich. Heute übernehme ich den Job von Eiskoryphäe Srećko Birač und mache sehr schnell sehr viel falsch. Stopp, stopp, stopp. Oh. Das wäre jetzt 500 zu viel. Jetzt muss ich einen Teil rausnehmen. Ja, nicht so schlimm. Der Chef rettet, was zu retten ist. Eis machen ist eben eine Kunst für sich. Seine Eisdiele mitten in Bremen ist bekannt für kreative Sorten wie Ziege, Nuss, Vanille, Fenchel und Waldbeere. Die Kunden genießen, während das Team und ich dafür sorgen, dass alles rund läuft. Mein Tag hat um 11 begonnen im Labor des Chefs. Hygiene ist hier oberstes Gebot. Srećko braucht kein Haarnetz, ich schon. Und dann beginnt unser gemeinsames Experiment. Blutorangensaft, dazu Zucker und Traubenzucker. Das ist okay. Einfach in einen Schwung rein. Ganz schön schwer. Wie viel? 8 Kilo? 8 Kilo Masse und dann der Eimer, der hat auch noch mal so 1,5 vielleicht. Den Rest erledigt der Mixer. Jetzt kommen Chia-Samen. Ich weiß nicht genau, was das ist. Das sind so Samen, die man so ins Müsli steckt. Die werden in Wasser aufgequollen. Das knackt dann, wenn du dran rumbeißt, ne, merkst du? Wie eine Mischung aus Froschei und Mohn. Und Kaviar. Ursprünglich ein Heilmittel der Maya. Jetzt kommen die Chia-Samen zu den anderen Zutaten in die Eismaschine. Jetzt machen wir das zu. Jetzt kannst du hier so 3 Minuten. Genau, nicht ganz so weit. So. Und jetzt müsste das gleich fertig sein. Da kannst du ruhig richtig drücken, sodass keine Luftlöcher drin sind. Ne? Und dann geht es rauf in den Laden. Und das bedeutet Muskelarbeit wie im Fitnessstudio. Muss nicht 3, nimm dir nur 2. Ich nehme erstmal nur eine. Denn diese Eiswannen sind 4 Kilo schwer und super kalt. Wohin ist egal. Erstmal ja. Am besten zum Beispiel die volleren hier hin. Man kann gar nicht so viel auf Vorrat machen, oder? Doch, man kann. Ja. Eis ist haltbar. Also es wird ja gelagert bei minus 18 Grad. Man soll halt nicht die Kühlkette unterbrechen. Seit mehr als 20 Jahren macht Srećko Eis. Hunderte von Sorten und alle haben ihr eigenes Namensschild. Gar nicht so einfach, zumal mir viele Sorten absolut neu sind. Kichererbse kann ich mir nicht vorstellen. Wie schmeckt denn das? Das kannst du gerne probieren. Wir haben für uns oder auch für die Kunden haben wir hier Probierstäbchen. Zum Beispiel gebe ich dir jetzt noch Quinoa Cornflakes. Auch ein bisschen und dann kannst du das gerne probieren. Kichererbse schmeckt gut. Siehst du? Schon sind die ersten Kunden da. Das heißt, jetzt ist die Kellendusche dran. Genau, andersrum. Draufdrücken, ruhig mit ordentlich Kraft. Genau. Genau. Sehr schick. So, dann ist sie gespült. Jetzt musst du auf dem Schwamm die abtrocknen. Weil wenn du jetzt einfach mit der nassen Kelle ins Eis gehen würdest, dann bilden sich Eiskristalle. Also gefrorenes Wasser im Eis. Und dann hast du Wassersplitter, Eissplitter im Eis. Nicht so tief rein, weil dann machst du gleich, wie du siehst, so viele Löcher da rein. Wir versuchen immer gleichmäßig von der Oberfläche abzutragen. Sieht einfach schöner aus. So geschult wage ich mich an das erste Kundeneis, Vanille Stracciatella mit Streuseln. Reinstücken. Dann einfach den Kollegen mal zur Seite schubsen. Kollege. Sonst kommt man hier nicht durch. Immer was sagen. Genau. Mein erstes Eis. Okay, so eine Ehre. Hier, Kaida, für dich. Während sie ihr Eis genießt, kommt auf mich die nächste Herausforderung zu. Hallo, ich hätte gern Spaghetti-Eis. Das ist die Spaghetti-Presse. Kannst du mal gerne nehmen. Genau. Auseinanderziehen. Und machst mit der rechten Hand die Kugeln rein. Das sind 4 Kugeln Vanilleeis. I can make your heart beat short. I can make you ice cream. We could be a sweet team melting in your ice dreams. Und das erfordert mehr Kraft als erwartet. Ruhig ordentlich drücken. Oh, das ist ein Gewaltakt. Ja, heute ist das Vanilleeis noch verhältnismäßig weich, also es geht noch härter.
Und dann die weißen Raspeln? Alles im Sekundentakt, sonst schmilzt das Eis. Ich habe mich angestrengt. Das sieht aber gut aus. Danke. Und jetzt ein Schwedenbecher mit Vanilleeis und Apfelmus. Gut. Und gar nicht schlecht fürs Erste. Ja, gut. Sehr gut. Ein Lob, das gibt's doch nicht. Und dann darf ich endlich für ein paar Sekunden in die Sonne. Er hatte den Schwedenbecher. Schwedenbecher, ja. Guten Tag. Der Schwedenbecher für Sie? Blutorange, Ziege, Mandel, für mich alles eine Premiere, haben Sie gut gemacht, oder? Wir. Genau. Eisessen von Berufswegen, das ist schon ziemlich cool. Tja, macht neidisch. Und damit sind wir durch für heute. Und wenn Sie dranbleiben, dann landen Sie direkt bei der Leichtathletik-WM in Peking. Und morgen hoffentlich wieder hier im Studio. Ciao.